Alle klatschen sich das auf den Kopf, aber keiner weiß so richtig eigentlich, was er da auf dem Kopf hat. Kosmetischer Haarfarben-Grundkurs mit Daniel. Was kann und macht eine Tönung, eine Intensivtönung, eine Haarfarbe und eine Blondierung? Einfach erklärt. Stellt euch vor, dieser Schrank ist euer Haar und ich bin das Produkt. Los geht's. Eine Tönung hat nicht die Kraft, in euer Haar einzudringen. Dadurch, dass sie vom pH-Wert sauer ist, schafft sie es nur, sich an euren Haaren festzuhalten. Und ja, eine Tönung spült sich raus. Eine Intensivtönung, die gerne mal mit einer Tönung verwechselt wird, öffnet dein Haar, zerstört Naturpigmente, um sich Platz zu machen und hat die Kraft, sich in dein Haar und an dein Haar festzusetzen. Spült sich eine Intensivtönung aus deinem Haar raus? Nein, es verändert dein Haar dauerhaft. Kommen wir zur klassischen Haarfarbe. Sie öffnet dein Haar, schafft sich Platz und zerstört deine Naturpigmente, um sich selber in deinen Haaren genügend Platz zu verschaffen, um dort dauerhaft deine Haarfarbe zu verändern. Die Blondierung mit ordentlich Pfeffer am Arsch öffnet sie deine Haarstruktur, holt so viel wie möglich Pigment aus deinen Haaren raus, um irgendwann zu sagen, so, Feierabend, tschüss. Und wer genau hingeschaut hat, die Tür ist immer offen, nicht so schön. Da kommt jemand anderes ins Spiel. Man muss den ganzen Scheiß wieder ordentlich machen, ich wieder, ja, war klar, super.